Hallo und willkommen zurück zu Shaninjas Let's Plays. Hallo und willkommen zurück zu Shaninjas Let's Plays. Und Battle Chasers Night War. So. Wir sind immer noch in dieser Schamanenhöhle, haben einen Quatschen fertig. Aber ein weiterer fehlt noch. Da sind wir gerade schon drin, okay, das bringt uns wieder zurück. Was haben wir hier? Oh, haben wir so. Mit allen Händen ein Vorzeug. Ist die Frage, ob man später noch mehr Helden hat. Ja, zu Beginn waren es ja ein paar mehr, aber okay. Da fehlt mir auf jeden Fall noch was. Da geht's weiter und Richtung Boss. Dann laufe ich noch mal eine kleine Ehrenrunde. Da war auf jeden Fall noch eine Etage mit Gegnern. Ach so, weil die Tür verschlossen war. Ah, jetzt geht's. Nichts. Ui, das Gebiet ist doch um einiges größer als gedacht. Was jetzt gebracht hat, keine Ahnung. Okay, wieder ein einzelner Gegner. Bisher hat sie es noch nicht gehört, wie überhaupt krank geworden zu sein. Nichts. Verstehe ich auch nicht. Müsste hier nicht noch irgendwo eine große Kiste sein? Da darf ich nicht lang. Wieso ist der Fahrstuhl eigentlich oben? Ich bin doch gerade mit ihm runtergefahren.
gibt also zwei. Da waren jetzt nur Bauteile drin, die man fürs Schmieden zum Beispiel nutzen kann. Keine Ahnung, ob sich das lohnt. So, na dann wollen wir mal Richtung Boss. Halt. Unten durfte ich leider nicht lang. Aber hier gehe ich mal zurück. Ich glaube, das ist kürzer, als wenn ich den Riesenbogen wieder laufe. Hier haben wir ja schon aufgemacht und hier kann ich direkt runter. Erdelementar. Stufe 7, die sind hier also auch gleich stärker. Zwei Plänkler. Ha!
hoffe, der Oberstöpsel dann gibt. War das, was ich oben aus der Kiste bekommen habe, aber nur einmal. Okay, sind scheinbar Feinde in der Nähe, deswegen kann ich das Ding nicht benutzen. Genauso wie hier. Aber hier war doch gar keiner. Da geht's auch schon weiter. Auch schon als thank you.
das war's oder was? So, den Teleporter darf ich jetzt benutzen und darf ich wahrscheinlich auch die Angel benutzen. Aber ich bin im vorletzten Gebiet. Das Ding würde ich mir noch angucken wollen. Das letzte. Ich habe auf Teneriffa jetzt auch geangelt. Okay, ich glaube, für den habe ich nicht die richtige Angel gehabt. Warum hat der davor zwei Köpfe? Komm schon. Die sehen alle lustig aus. Der eine hat vier Dinger. Die fühlen sich schon nicht so richtig ermutigt. Oh, schade. Komm, wenigstens einer. Na gut, will wohl nicht. Dann vielleicht ein andermal, wenn ich im Angeln besser geworden bin. Oder eine andere Schnur habe, wer weiß. So, rechts geht's weiter, aber hier links ist noch was. Okay, was kann ich hier machen? Herstellen. Ich so viel von dem Erz. Da oben steht, wie viel ich habe. Das würde ich jetzt eigentlich nicht machen wollen. So, jetzt abfangen, den wir noch nicht auf Maximum haben. Den Bonuserfahrung dafür bekommen.
einsames Erdelementar. Große Kiste. Ein Amulett und eine Rüstung. Abwehr runter, Angriff aus der. Große verheilt auch so eigentlich schon relativ viel. Plus 16. So, das ist die gleiche nur mit Fähigkeit. Tatsächlich schon fast tot. Ich glaube, die eine stirbt auch gleich bei 3 Bildungen. So.
geschafft. Symbol noch. Pilz und Werkbank. Die Werkbank habe ich gefunden, aber der Pilz. Der Schalter hat doch nichts anderes freigelegt. Na gut, dann raus hier. Was ist eigentlich das eine Zeichen hier links noch? Habe ich da auch irgendwas liegen lassen? Ein Hammer, ein Angelspot, und was ist das Dunkle? Wieder weiter. Das Gebiet ist doch gar nicht so groß. Angel. Da ist dieser Stein. Okay. Wieder Gegenstände herstellen. Gut, dann sind wir auch hier wieder fertig. Dann bis zur nächsten Folge.